Morgen, Leute. Hier jetzt mal meine Wohnung im Ist-Zustand. Das nur hier die Küche. Die war ja ausgebaut, stand im Schlafzimmer. Und der Fußboden wurde neu gemacht. Gemalert wurde nicht neu. Hier, da wurde nur übergemalert. Hier, und da muss ich noch einiges machen. Aber hier in der Küche haben mein Bruder und ich alleine 2,5 Tage gesessen, das alles wieder zusammenzubauen, vernünftig. Ne? Und hinten, wo noch Platz ist, da am Fenster, da soll nachher später ein Geschirrspüler hin. Aber alles Step by Step. So, hier ist nun das Bad. Ne? Und Dusche ist fertig, komplett drinne. Ne? Und ja, das geht in Ordnung. Ne? So, hier fehlt natürlich noch eine Flurgarderobe, aber Step by Step. So, hier diese Möbel, die standen auch alle noch im Schlafzimmer, die mussten wir auch zusammenbauen. Ne? Und oh, die Couch, da war ganz schön ein Akt, die rüber zu tragen. Aber oh, wir haben es geschafft soweit, alles. Ne? Die Möbel sind alles ein bisschen auseinandergefallen hier, mussten wir neu zusammenschrauben. Jetzt fing überall noch ein bisschen Werkzeug und so, aber nach und nach wird alles. So, hier jetzt im Wohnzimmer. Ne, hier fehlt natürlich noch eine Lampe, die Couch. Die Couch kommt in etwa 4 bis 5 Wochen. Ne? Die Gardinen habe ich angebaut. Oben muss ich noch mal das Gardinenband zusammenziehen. Und die Balkongardine, die war zu lang. Die habe ich erstmal zum Fidschi hier, bei uns im Osten sind immer die Fidschis, die Vietnamesen, hier, wo man was hinbringen kann, die umnähen, eigentlich immer zum vernünftigen Preis. Ne? Und tja, und hier habe ich mir dann die neuen hier Staubsauger, Akkustaubsauger gekauft. Mein Bruder hat mir gleich gesagt, ach, kauf nicht das Billigding, hast nur Ärger mit. Und was ist, der von Aldi, der lädt nicht. Ne? Und hat mir den von Grundig hier geholt. Der von Grundig ist super. Ne? Bloß er hat noch keinen festen Platz. Ich denke mal, der kommt nachher im Schlafzimmer hin. Und dann baue ich die Wandhalterung ein und dann hier wird er an der Wand aufgebaut. Ne? Tja, hier ist meine Koje. Ne, da ist so, wenn ich Fernsehen gucke abends noch, ne, und dann, wenn ich mal sitzen will, habe ich einen Hocker geholt mit Sitzkissen. Auf dem Balkon, ja, heute Nacht hat es geschneit, richtiges Aprilwetter haben wir zur Zeit. Und hier jetzt hier, ja, Wäscheständer und kommt aber noch so eine Art Rasenteppich, aber nicht grün, so eine andere Farbe haben. Ne. Und mal sehen. Und dann hier auf dem Balkon viel, viel grün. Ne? Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Tja, der kleine Bodo, der fühlt sich hier top. Der fühlt sich hier wohl. Ne? Hier. Und mal schauen. Ja, hier, wenn hier die Couch nachher steht. Ich spiele mit den Gedanken nochmal hier einen Tisch mit 4 Stühle, dass man auch Besuch empfangen kann, vernünftig. Ne? Und da meine Personenwaage. Heute Morgen 114,3 Kilo. Also die Diät geht vorwärts. Ne, hier. Also jetzt im Augenblick geht es wieder mit großen Schritten. Das ist immer, wenn man wieder voll einsteigt. Ne. Es wird nicht so bleiben. Ja, hier ist das Schlafzimmer. Jetzt schallt das hier. Ne. Aber das muss noch alles runter in den Keller. Ne. Und dann nicht ganz hier 2 Wochen kommen Schlafzimmermöbel. Ja, auch diesen hier von Aldi. Akku lädt nicht. War hier im Angebot. Ne? Aber was nützt das, wenn der preiswert ist? Und nachher kann man wegschmeißen. Ne? Mal sehen, ob Aldi ihn wieder zurücknimmt. Weil durch die viele Verpackung und die, was ich alles so hatte, habe ich natürlich alles weggeworfen. Ne? Weil ich kann das ja nicht stapeln. Diese Teile hier, das sind so eine Sachen, die man hier unter dem Möbel legt, ne? Mit so einem Hebel. Super, ne? Hat mein Bruder gut gemacht. Damit kann man gut arbeiten, sonst muss man alles tragen und das ist auch, naja.
Einen Teppich habe ich auch noch im Keller. Vor allem weiß ich auch noch nicht, wohin damit. Den hole ich erst hoch, wenn noch die Couch da ist. Und oder wenn die Betten hier raus sind, ne, die Matratzen. Und ich dann im Schlafzimmer schlafen kann. Aber hier das Bild hier hinter mir, ne, das gefällt mir super. Ne, hier. Das war auch ein Schnäppchen für Deutschland, hier 30 Euro. Naja, und falls euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, weil viele immer wieder fragen, ne, was kostet jetzt die Wohnung? Ne? Das ist ja hier eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Ist ein Altbau, wenn man so will, ne? Und 58 Quadratmeter mit Keller und Balkon. Als Genossenschaftswohnung mit Anteile einkaufen und mit Warmmiete und Warmwasser hier mit bei, also die Erhitzung des Wassers. Ne? Wasser muss man ansonsten extra bezahlen und Strom muss man auch extra bezahlen, aber Kabelfernseher ist mit bei, ne? Und das kostet dann hier 496 Euro. 496 Euro, weil ich habe das Bad neu machen lassen, das schlägt sich wieder mit plus 30 Euro hier auf die Miete, ne? Sonst wäre es hier 466 Euro. Ne? Also 496 Euro bezahle ich Miete. Warm und mit warmem Wasser kann ich nicht meckern. Ne? Und wirklich hier super, rundherum überall Einkaufsmöglichkeiten, alles fußläufig erreichbar, auch Krankenhaus, Ärztehaus, Apotheken, ne? Alles fußläufig erreichbar. Apotheken sind zwei Stück hier in der Nähe. Also ich bin zufrieden. Ne? Insel Usedom gleich nebenan und die passt.